Hallo Sims 4 Menschen, wir sind zurück und ich habe nicht weitergespielt in der Zwischenzeit, sondern ich habe das Spiel angehalten und jetzt geht es genau da weiter, wo es bei der letzten Folge, die ich aufgenommen habe, aufgehört hat. Das heißt, wir gehen in die Haja, denn wir sind so halbmüde, so mittelhalbmüde. Und ansonsten, ich schau mal gerade, müssen wir am nächsten Tag arbeiten? Ja, wir müssen am nächsten Tag arbeiten, das heißt, wir müssen sowieso ins Bett. Und das werden wir jetzt einfach mal tun. Drehen mal ein bisschen, damit wir auch was sehen. Da liegen wir und schlafen, während draußen, ihr seht das hier hinten, so ein bisschen das Gemüse funkelt. Da müssen wir uns unbedingt mal Zeit für nehmen, dass wir das so ein bisschen erkunden und Kram sammeln. Wir haben ja schon mal was gesammelt. Oh, ich bin unwohl. Denn wegen, weil hungrig. Ja, dann mach dir was zu essen, Mädchen. Moment, wir haben jetzt 6 Uhr. Das ist gut, denn wir haben bis zur Arbeit noch ganz lange Zeit. Unsere Aufgabe, die uns dazu bringt, ich habe eine Tagesaufgabe, Bücher lesen. Das habe ich jetzt erst zu spät gesehen. Naja, gut, das ist halt. Naja. Oh, du bist nicht so gut drauf, kann das sein? Sie fühlt sich unwohl, weil sie Hunger hat. Mal schauen, ist hier ein Symbol drauf? Da ist ja ein Symbol drauf, das sehe ich jetzt erst. Interessant. Okay. Da machen wir unser Essen. Ja, und wir haben einen ziemlichen Kohldampf. Mensch, das sieht doch super aus. Ja. Ich muss sagen, dass das hier nicht ganz so realistisch meinen Kochkünsten gegenüber ist. Ich bin zwar manchmal schon ein bisschen tollpatschig, aber das kriege ich eigentlich schon noch hin. Dann essen wir erstmal, damit unser Wohlgefühl ein bisschen nach oben steigt. Denn alles andere sieht gerade ziemlich gut aus. Seht ihr? Der erste Bissen und schon geht's uns besser. Das wundert mich nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber hat mich das Essen gerade geil gemacht? Ich weiß nicht, ob Rührei und Toast irgendwie aphrodisierend wirken. Auf meinen Charakter hier offensichtlich schon. Was möchte ich denn? Ich möchte ein Buch veröffentlichen, ein Instrument kaufen und ein Date planen. Puh, das wird schwierig. Buch veröffentlichen ist eine coole Sache. Dateplan ist gerade wohl. Gibt weniger Punkte, ist aber offensichtlich gerade irgendwie wichtig. Naja, gut. So, danach gehst du mal auf Toilette. Danach gehst du duschen. Sollte auch relativ schnell gehen. Denn der Hygienebalken ist jetzt noch nicht so krass verschoben. Was haben wir hier denn? Was ist denn das? Frösche suchen. Ich kann Frösche suchen, okay. Ich wüsste zwar nicht, warum ich das tun sollte, aber ich könnte es. Da müsste ich dann. Ach, das ist wahrscheinlich das. Das ist mir gestern, beziehungsweise in der letzten Aufnahme schon eingefallen oder aufgefallen, dass es eher hier eine so eine Pseudo-Open World ist. Das heißt, wenn man irgendwo hin will, da muss man das halt schon noch irgendwie laden. Was sind das hier für ein Baum? Der sieht irgendwie sehr sonderbar aus, findet ihr nicht? Aber ansehen, okay. Ich denke mal, das machen wir morgen in unserem freien Tag. Oh, wir sind fertig mit dem, was wir getan haben. Dann fangen wir doch mal an mit Schreiben. Genrebuch schreiben und Kinder. Wir schreiben unser zweites Kinderbuch. Wir werden die super Kinderbuchautorin, ich sag's euch schon. Wir dürfen jetzt natürlich das hier nicht außer Acht lassen, denn. Oh, meine nächste Beförderung ist Bloggerin. Ein blauer Schuh, eine Fabel vom Verlieren. Okay, machen wir das mal. Oh, wie
Ich könnte Bloggerin werden. Das ist ein Berufszweig, der mir ja gar nicht fremd ist. So, wir machen das mal ein bisschen schneller. Und hier unten links sehen wir, wie weit wir damit schon sind. Aber wir müssen jetzt aufpassen. Oh, ich bin glücklich. Ich bin glücklich wegen erfüllter Bedürfnisse. Und jetzt geht es mir nur noch okay. Schauen wir mal, was uns denn fehlt. Wieso geht es uns denn nur okay? Eigentlich müsste es uns relativ gut gehen. Vielleicht, weil wir zu lange irgendwie das Gleiche gemacht haben, aber eigentlich... Na, mal abwarten. Weil im Prinzip... Oh. Schnell arbeiten, schnell arbeiten, schnell arbeiten. Zur Arbeit. Aufhören. Renne nach draußen. Oh. Ist euch aufgefallen, die Rennoption ist nicht mehr da. So, auf Wiedersehen. Viel Spaß bei der Arbeit. Bis später. Kaum bin ich auf der Arbeit, fühle ich mich kokett. Der Boss von Tia ist eine ziemliche Diva, doch die neueste Geschichte enthält einige gravierende Fehler. Soll Tia Überstunden machen, um sicherzustellen, dass alles korrigiert und perfekt ist? Oder einfach nur die offensichtlichen Fehler korrigieren und Feierabend machen? Natürlich fleißig arbeiten. Und jetzt ist sie angespannt. Naja. Dann dusche ich einfach. Ich habe die Errungenschaft introvertiert. Ich weiß nicht, ob das so eine Errungenschaft ist. Aber gut. Aber ich bin befördert worden. Ich bin jetzt Bloggerin. Eine dampfende Dusche nehmen. Ist das die richtige Wahl? Energie. Inspiration. Ah, okay, das ist eigentlich wahrscheinlich egal. Na gut, das ist eigentlich egal, was wir machen. Aber zumindest sollte es uns ein bisschen entspannen. Was ist hier? Sich selbst vor dem Spiegel beruhigen. Das machen wir gleich als nächstes. Ich denke mal, das ist ganz gut, wenn wir jetzt erstmal dafür sorgen, dass unsere Anspannung weg ist. Na, seht ihr. So schnell kann es gehen. Okay, dann gehe ich jetzt schnell auf Toilette. Und dann müssen wir uns hier um unsere gravierenden Bedürfnisse mal Gedanken machen. Zum einen Abendessen. Und da würde ich sagen, nehmen wir den guten alten Sims Gartensalat. Ein Klassiker. Und ja, jetzt liegt wieder eine Katze vor meinen Bedürfnissen. Na, jetzt geht's. Nachdem wir dann gegessen haben, kümmern wir uns um ein bisschen Spaß. Ich kann jetzt mal direkt gucken. Moment. So, unsere Karriere sagt, wir haben immer noch relativ viel frei. Was ist denn unsere nächste Beförderungs-Dings? Das ist lustig, ich muss als Bloggerin ein Buch schreiben. Aber naja. Es ist wichtiger, schnell zu schreiben, als gut zu schreiben. Hat Tia das Zeug dazu? Blogger werden nur bezahlt, wenn sie Klicks erhalten. Daher sollte sie sich eingehend mit den Dingen befassen, die Leute gern anklicken. Katzen, Videos und durchnummerierte Listen. Ich muss sagen, Sims ist tatsächlich sehr realistisch, was das angeht. Ich finde es gut, mit welchem Humor sie daran gehen und dass sie irgendwie schon einen sehr guten Einblick darin haben, was denn so ein Blogger macht. So, zurück auf die Bedürfnisse. Der Hunger ist gleich gestillt. Kanal schauen.
Romanze ansehen. Ach schön, das kann ich während des Essens machen. Das entspricht auch mir. Ich esse immer, während ich irgendwas anderes mache. Meistens schaue ich aber kein Fernsehen, sondern ich schaue lustige YouTube-Videos. Und ja, es könnte vorkommen, dass es Katzenvideos sind. Was ist das bitte für eine Romanze? Ganz ehrlich. Okay. Ich geh mal näher ran. Was? Hast du ausgestellt? Ich wollte den Film noch weitersehen. Ja, hier räum mal auf. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Okay, morgen haben wir frei. Um beruflich weiterzukommen, müssten wir, also die Schreibfähigkeit, die haben wir schon erreicht, das ist schon mal gut. Wir müssten noch ein Buch schreiben. Klicke auf eine gewählte Kategorie schreiben, ein Genre. Ja, das habe ich ja schon angefangen. Aber sie möchte jetzt schlafen und das finde ich, hat sie sich redlich verdient nach, nachdem sie befördert worden ist und jetzt Bloggerin ist. Und da zieht die Zeit vorbei, während sie in Ruhe schlafen kann. Und ich denke, wir sollten auch irgendwann mal unsere Wohnung so ein bisschen verschönern und aufmotzen. Oh, ich fühle mich unwohl wegen Rückenschmerzen. Oh, das ist aber doof. Oh, ich räume freiwillig auf. Das entspricht nicht mir. Schnelle Mahlzeit essen. Cerealien. Ich finde das lustig, dass sie Cerealien oder Cereals richtig übersetzt haben. Ich hätte jetzt irgendwie was mit Frühstücksflocken erwartet oder Müsli oder so. Ach komm, wir sind hier doch multitaskingfähig. Nimm dein Müsli und geh vor den Fernseher. Richtig. Machen wir das doch einfach so, wie ich es auch machen würde. Weil dann haben wir direkt zwei Bedürfnisse erfüllt, was ich ganz gut finde. Was bedeutet, wir müssen demnächst dann mal das Bett aufstocken und besser machen. Das wird, denke ich mal, recht teuer. Das wird, denke ich mal, recht teuer. Wir können ja mal in den Baumodus wechseln. Und unter Möbeln, da sind Möbel. Und da schauen wir doch mal, wie es mit Betten aussieht. Ich habe das hier, das ist wahrscheinlich reduzierte Liege und dann im Doppelpack. Ach nee, das ist das. Doch, reduzierte Liege. Das ist dieses hier. Energie 4, Unwohl. Unwohl 1. Unbehagen. Ah, okay. Das nächste. Ach, die sind gar nicht so teuer. Nicht hübsch, aber auch nicht so teuer. Wenn ich schaue, wie viel Geld wir eigentlich haben. Okay, ich verkaufe das jetzt erstmal. Und dann werde ich Heuduft, das werde ich das kaufen. Wie drehe ich denn? So. Okay, dann werde ich das einfach mal hier hinstellen. Und hoffen wir, dass wir das nächste Mal besser schlafen. So. Da fühle ich mich doch schon gleich viel besser. Noch schnell auf Toilette. Ich habe ja echt eine geile Verdauung. Ich esse und muss direkt auf Toilette. Und ich würde sagen, wenn wir damit durch sind, gehe ich auch einfach mal in den Park und schaue, was da so los ist.
kann ich mir den Befehl geben, mir was Vernünftiges anzuziehen? Outfit ändern. Alltagskleidung. Wir spielen jetzt nicht Computer, wir gehen jetzt mal unter Menschen. Ich weiß, das ist furchtbar, aber manchmal muss das halt sein. Ach Gott, wie bedrüppelt die alle aussehen. Oh, wer bist du denn? Kein Name. Aber er sieht traurig aus. Meine Güte, ich hab's ja eilig. Schauen wir uns diesen großen Baum mal an. Passiert irgendwas Großartiges? Nicht wirklich. Es passiert nichts wirklich Großartiges, obwohl der Baum in irgendeiner Weise doch besonders aussieht. Ernten. Ich ernte mal ein bisschen im Park. Vielleicht bringt mir das irgendwas Besonderes. Da habe ich was geerntet. Da ernte ich auch was. Okay, und dann suche ich mal nach Fröschen. Was passiert denn, wenn ich nach Fröschen suche? Wir gehen da mal näher ran. Ist das nicht Ute? Habe ich jetzt einen Frosch? Ich bin selbstsicher, weil ich einen Blattfrosch gefunden habe. Also, wenn ihr Leute kennt, die unsicher sind mit sich selbst, lasst sie Blattfrösche suchen. Das ist sehr wichtig für das eigene Selbstwertgefühl. Jetzt schauen wir hier nochmal. Hallo Elena, wir kennen uns doch schon. Elena. Elena. Oh. Ich gehe nur zu ihr und habe mit ihr schon eine lockere Unterhaltung. Das finde ich gut. Hallo Elena. Ich finde deine Frisur total wunderschön. Okay, wir unterhalten uns über Geld und schon ist die Welt in Ordnung. Über Toast. Oh, Käsetoast. Wir unterhalten uns über Käsetoast. Wahrscheinlich unterhalten wir uns über Käsetoastpreise. Die Leute, die... Also ich finde es immer cool, die Leute, die an einem so vorbeilaufen und vorbeijoggen. Washa Zabris. Baribi Damse. Arveni Zongso. Blahoyafa. Was kann ich denn über Kochen reden? Ich rede mal mit ihr übers Kochen. Shabini. Wunfixheim. Auch wenn sie gerne Panzer mag. Veruda Kampol. Lumbic Jarl. Ach komm schon, komm, wir reden übers Kochen. Hishinoi. Jeruk? Shinoi. Sie mag kochen. Oh, und läuft dann vor mir weg. Okay, das war wohl nicht so erfolgreich. Freundlich vorstellen. Ich weiß nicht, wer du bist. Du läufst lustig. Ach, Nadja. Oh. Was ist denn los? Du Herzchen Unterhose. Dann brülle ich sie jetzt an. So. Jeder weiß, dass so die besten Freundschaften entstanden sind. Quafika Abimo? Ah, Chilu. Kasuma? Naba. Bahira Ruth Faye. Sie hat mich Müll genannt. Skizna Plushi Zabris. Ruhana Damse Grinia. Snibara Hishina Slunkim Glomp. Skiba Glash. Sturm. Smurg. Glarn. Mopsy.
Squamish, Brotza. Du hast eine doofe Nase. Du siehst aus wie ein französisches Abendgericht. So, jetzt weise ich sie noch zurecht. Quar? Unkim. Yanafeb, Thinika, Hispalip. Debawis, Varpasa, Masplima. Doki. Ja, Doki. Squamish, Gorsai, Flazel, Vilpa. So, jetzt lasse ich sie noch abblitzen. Talk to the head. Ja, Boya. Tosh. Oh, ne Orf. So, tschüss.